Herzlich willkommen hier bei Schießer TV. Wir mit mir Dominik und heute stelle ich euch die Odoman N5Z vor. Variante Clear und Holstermolassen Crepe. Bevor wir jetzt das Video richtig starten, lasst euch erstmal wieder Licht werden. So, da bin ich wieder, Freunde. Also, wie gesagt, die Odoman N5Z kommt halt eben in zwei Varianten raus. Einmal in Clear und einmal in Matt. Ich finde die Clear-Variante deutlich schöner, meine Meinung. Ja. Ich rauche jetzt gerade mit einem Start-Now-Aufsatz, Kaminaufsatz und einem Tonkopf mit drei Kokopalmkohlen und eben den angefeuchteten Holstermolasse Crepe. Die Pfeife kostet aktuell 159 Euro, an sich aber Normalpreis 199. Wo könnt ihr die kaufen? Beim Relax Shop KK, online oder auch direkt im Shop. Vielen Dank hierfür übrigens, dass ich die Pfeife wieder mal vorstellen darf. Ihr kennt bestimmt aus den anderen Videos schon, dass ich die Odoman Pfeifen schon immer eigentlich vorgestellt habe oder eben ein Gewinnspiel dazu gemacht habe. Ich muss sagen, aus der ganzen Odoman Reihe ist das, finde ich, die schönste, meine Meinung. Warum? Wir haben mal was ganz anderes, was ganz modernes auf jeden Fall. Wir haben eine Glasschießer, die einfach nicht steht. Sie schwebt förmlich. Ja? Gerade aus dem Winkel, wie ihr es jetzt sehen könnt, denkt man tatsächlich, ich mache das gerade mal zur Seite, denkt man tatsächlich, die würde schweben. Weil wir hier eben eine Edelstahlhalterung haben, die sehr, sehr dünn ist, aber trotzdem stabil hält. Das finde ich auf jeden Fall gut. Und wir haben hier noch eine Fassung quasi für das Licht. Die LED-Einheit wird mitgeliefert, aber ohne Batterien, also sprich, wer die sofort funktionstüchtig haben will, sollte noch AAA-Batterien dazu nehmen. Zwei Stück braucht ihr dafür und dann könnt ihr die beliebig einstellen. Wir können auch einfach nur grün oder auch nur eine Farbe eben auswählen, das ist kein Problem. Ihr braucht euch auch keine Sorgen machen, das Gehäuse von dieser LED-Einheit ist an sich wassergeschützt, sage ich mal. Ihr solltet nicht in die Bowl rein tun, nein, bitte nicht. Es geht sich nur darum, wenn ihr die Bowl schön geputzt habt und jetzt ein bisschen Wasser abtropfen sollte, hier auch leicht Wasser drauf, ist es kein Problem, weil es einfach eine Kunststoff, also in Kunststoffgehäuse ist. Ja, wir haben Odoman typisch, haben wir hier wieder einen Silikonschlauch, der eben nicht standardmäßig ist. Also ihr könnt jetzt nicht normale Silikonschläuche nehmen. Hierbei habe ich aber mal Mutlo gefragt, viele Grüße an dich, warum ist das denn schon immer so? Auch er hat gemeint, das hat er auch weitergeleitet und es gibt es schon, Adapter, sage ich mal, die man hier platzieren kann und dann kann man jeden Schlauch quasi nehmen. Das Problem ist aber nur, die sind irgendwie noch nicht auf dem Markt, kommt alles noch. Also Leute, ich warte selbst darauf, weil so finde ich es dann deutlich schöner, wenn man jeden Schlauch nutzen kann. Ihr wisst ja, mit dem Edelstahl-Mundstück bin ich nicht so zufrieden, weil es zu kurz ist. Wenn man zockt oder generell, wenn man einfach chillen will und jetzt hier so sitzt, dann muss man immer das so nah ranführen. Ich finde halt ein langes Glasmundstück schon deutlich schöner. Ansonsten haben wir hier einen Diffuser mit eingebaut, den man allerdings abdrehen kann. Da habe ich auch schon bei vergangenen Odoman-Videos immer so ein bisschen bemängelt, sage ich mal, dass mir das nicht so gut gefällt. Warum? Weil da verhängt sich alles. Ja, weil wir hatten vorher einen Diffusor, war nicht sehr gut, der aber fest war. Den konnte man einfach nicht abdrehen. Und wenn man den abdrehen kann, ist es halt deutlich schöner zum Reinigen oder man kann es auch auswählen, ob man halt eben das ganz normale Blubbern haben will. Der Kohleteller ist recht klein. Hier hat sich eigentlich auch nichts verändert. Finde ich jetzt von der Optik her auch ansprechend. Passt so, wie es ist. Also im Ganzen ist es auf jeden Fall gut. Wir haben nur ein bisschen, ja, keine Fehler, aber schon was gefunden, was uns nicht ganz so gut gefällt. Und zwar, wir haben hier die Schrauben, die hier jetzt eben, damit man eben die Halterung festmachen kann, die sind halt alle ganz normal Silber. Macht jetzt nicht so viel aus, weil wir jetzt eben auch das andere alles in Silber haben. Jetzt die Adapter und so. Aber das könnte man eigentlich auch in Schwarz halten. Es gibt auch schwarze Schrauben eben. Dann wird das von der Optik her deutlich schöner aussehen. Außerdem ist uns aufgefallen, wobei ich sagen muss, hier auf der Oberfläche jetzt nicht, aber auf der unteren Seite sind ein, zwei Luftbläschen beim Lackieren. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, ist mir jetzt egal. Nur bei 200 Euro ist es halt dann schon
Ja, wo ich sage, okay, schade, aber das, wie gesagt, das ist nur auf der Unterseite, in meinem Fall jetzt, somit alles gut. Was ich schön finde, wir haben hier sogar eine Odovan-Gravur, beziehungsweise eine eingestanzte Gravur, die halt eben, ja, da seht ihr quasi durch, ne, wenn ihr das vor euch hattet. Die Odoman ist auf jeden Fall eine gute Pfeife, wir können hier problemlos ziehen. Wer jetzt denkt, die, weil der Schlauch ein bisschen dünner ist, weil alles ein bisschen dünner gehalten ist, auch das Tauchrohr, dass man Rauchverlust hat, beziehungsweise generell Zugverlust, Durchzug und so, ist eigentlich nicht so arg gegeben. Ich muss sagen, das ist okay und kann man auf jeden Fall rauchen. Ich finde, es ist eine schöne Tischshisha, die würde ich mir jetzt nicht auf den Boden stellen, sondern einfach gemütlich, wenn man im Wohnzimmer einfach eine Shisha haben will, auf dem Tisch, man möchte Fernseher schauen, man möchte eine Pfeife haben, die jetzt nicht eben so hoch ist, damit man quasi, wenn man die jetzt vor sich stehen hat, hinten dran der Fernseher, nur ein Beispiel, dann hat man hier echt eine schöne, solide Pfeife und die Optik ist mal was ganz anderes. Gut, also zur Pfeife, Fazit, ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt. Ich muss sagen, mir gefällt sie deutlich besser als die meisten anderen Odoman-Pfeifen. Gerade die N1 hat mir beispielsweise gar nicht gefallen, aber es waren durchaus schon schöne Modelle mit dabei. Aber das ist somit die schönste Pfeife eigentlich, ja, von Odoman. Gut, kommen wir jetzt zu den Holstermolassen. Holstermolassen gibt es schon länger auf dem Markt, bekannt beispielsweise auch Hüsterli oder andere Sorten. Ich habe jetzt bisher, glaube ich, noch nichts vorgestellt. Gut, dann kommen wir mal zum ersten Holstermolassen-Video. Ich stelle generell ja wenig Tabak vor, den man anmischen muss. Warum? Weil ich es selbst nicht so oft mache. Ja? Also es kommt jetzt nicht darauf an, weil ich es nicht mag, sondern ich rauche schon eigentlich den fertigen Tabak meistens. Wir brauchen zwei Komponenten. Einmal den Tabak. Da habe ich jetzt den Super Try von Nubia genommen. Ist am einfachsten zu handhaben. Ich möchte nicht großartig auswaschen. Ich möchte einfach nur reinfüllen, warten, fertig. Das finde ich halt eben hier perfekt. Dann haben wir 100 ml Holzermolassen. Und das ergibt dann zum Schluss den fertigen Tabak. Sprich, ich habe jetzt auch hier ein Schnittbild. Das ist halt jetzt nur der Super Try. Also wenn ihr einen anderen Tabak nimmt, sieht es natürlich anders aus. Vom Geruch her soll es halt Krebs sein, ne? Krebs soll es sein. Aber riecht, wenn man es einem sagt, dass es Krebs sein soll, riecht es auch danach, auf jeden Fall. Aber viele haben auch gesagt, oder beziehungsweise ich auch schon, dass es ein bisschen auch nach Hanuta riecht oder wie Hanuta schmeckt, so riecht das ein bisschen. Finde ich tatsächlich so, also ich finde, es hat vom Geruch her eher eine Hanuta-Sorte. Aber hat auf jeden Fall auch was Cremiges mit drin, ja. Vom Geruch her finde ich es auf jeden Fall schon mal ansprechend für die Wintersaison. Das ist ja auch extra diese X-Mess-Special-Variante. Ist auf jeden Fall vom Geruch her schon top. Vom Geschmack. Vom Geschmack haben wir hier wieder eher eine Waffel. Hanuta könnt ihr komplett vergessen. Das, was man riecht, schmeckt jetzt nicht ganz genauso. Ich finde, hier schmeckt man eher eine Waffel raus, irgendwie so leicht, so eine Teignote minimal. Was heißt minimal? Sogar recht stark, vielleicht was Karamelliges. Also ganz leicht, wenn ich mir das jetzt einbilden würde, keine Ahnung. Eine ganz leichte Karamellnote. Lässt sich auf jeden Fall sehr angenehm rauchen. Gerade so jetzt, wie es eben in diesem Stadium ist. Also angeraucht, fertig und los geht's. Crepe könnt ihr quasi jetzt belegen. Also sprich, wenn ihr einen Schokoladentabak habt oder so, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert, werde es aber tun. Beispielsweise den Startenau Schokolade, den finde ich sehr gut. Ja. Den vielleicht mal 50-50 mit diesem Crepe eben anmischen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das echt hammer schmecken wird. Somit könnt ihr auch dann beispielsweise Erdbeeren, einfach Erdbeertabak nehmen, Gott weiß was, was ihr halt mögt. Und dann könnt ihr den eigentlich ganz gut mischen, denke ich. Ja. Also das könnt ihr gerne mal probieren. Auch in die Kommentare reinschreiben. Wir haben hier den Nubia Super Try genommen für 4,40 Euro.
Und die Molassen schreibe ich euch in die Beschreibung. Möchte nichts Falsches sagen. Werden um die 8 Euro kosten. Genau. Ansonsten, Fazit: Tabak raucht gut. Wie ihr sehen könnt, das passt. Pfeife ist super. Für 200 Euro recht hoch angesetzt, auf jeden Fall. Aber jetzt aktuell ein Angebot, könnt ihr gerne zuschlagen. 159 Euro ist echt ein guter Preis. Da kann man wieder drüber reden. Ja, würde ich sagen, das war's schon wieder von mir. Guten Rauch bis zur nächsten Folge. Liken, abonnieren, teilen, whatever. Viel Spaß. Und vor allem kommentieren, wenn ihr schon irgendwie mit Holster Erfahrung gemacht habt oder eben auch mit der Odemann-Pfeife generell jetzt. Ja. Okay, bis dann. Servus.